Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten NSG Bossfight mit mir, dem Shardox. Okay, dann wollen wir mal. Tobsucht. Tja, wir sind geschützt gegen Eis, du kleiner Arsch. Okay, gut. So, wir sind mit Rico dran, also bauen wir uns was Tolles, wie zum Beispiel Level 1 Sphäropass und danach Schlafpulver. Raus kommt die Panikbombe. So. Der kriegt jetzt einige Extras noch von denen ab, bevor die sterben. Aber der Digge schläft und ist verblindet. Oh, so. Jetzt beschwören wir einfach mal Shiva. So, Digga, Zeit aufzustehen. Diamantenstaub. Ach, guckt mal, wer da immer noch schläft. Oh, wie süß. Himmelszorn. Nur physische Angriffe wecken ihn auf, deswegen. Himmelszorn. Bam. Das war zu viel. Stark ist er, richtig. Eigentlich müsste Shiva das ausweichen können. Besonders, weil er ja geblendet war. Eigentlich ziemlich unlogisch. So, was machen wir denn mit dem Kimari? Mit Kimari können wir so gut wie was machen? Warte mal, der hat Shell und Dings, also bringt das auch nichts gut. Mir fällt gerade noch ein, zum Explodieren wäre das auch ganz nett. Explodieren. Macht auf, so circa 2000 Damage. Hebt seine Arme, bereitet sich auf den nächsten Angriff vor und das ist nichts gut. So, wir holen jetzt erstmal Walker rein. Walker macht einfach mal Blindhieb. So, hoffentlich trifft er mich nicht. Natürlich trifft er mich. Was soll er sonst machen? Da. Riku ist nochmal dran. Riku kann jetzt eigentlich mal Clown benutzen. Hype Potion. Oh, gar nicht mal so toll. Walker, ich tausche dich einfach aus mit Yuna. Und Yuna, du beschwörst Falfaris. So, und ihr könnt schon dreimal raten, was wir mit Falfaris machen. Genau. Einfach mal Solarischal. Macht ihr auch ordentlich Schaden und bam, daneben. Und bam, voll ins Face. Boah, 2400 Damage, ey. Das ist so krank viel, ey. Saugeil wäre es, wenn Falfaris doppelt ausgewichen hätte. So, Riku, ich pack dich mal raus. Walker, ich pack dich mal rein. Blindheap. Hat super funktioniert. So, ist daneben. Also holen wir jetzt einfach mal Ifrit in den Kampf. Und Ifrit benutzt auch mal Ekstase. So, Inferno. Vernichtend. Und das war's auch schon.